Herzlich willkommen in Berlin, die Band Kult. Ja, wir freuen uns auch, dass wir heute hier sein können und dass so viele Menschen gekommen sind, was gerade gesagt wurde. Es passiert unglaublich viel. Wir haben es schon gesehen, wie vor 2 Jahren die Global Change Demos waren. Vielleicht sind es auch schon wieder 3 Jahre her. Wir haben auch schon viele Demonstrationen unterstützt, weil wir wollen mit unserer Musik auch was Konstruktives beitragen für die Gesellschaft. Wir machen auch eine Musik, die eher in Verruf geraten ist, weil sie nun mal auch kommerzialisiert wurde, so wie die Justiz, so wie die Medien, so wie alles einfach in unserer Gesellschaft. Man kann sich davon aber freischwimmen, indem man einfach sein eigenes Ding macht und indem man zum Beispiel sich dann verbündet mit Menschen, die genau auf der gleichen Wellenlänge sind. Weil es gibt auch sehr viele gute Leute, die gute Projekte machen und die gute Absichten haben, und die sollte man unterstützen, finde ich. Deswegen sind wir heute hier, also los geht's, würde ich sagen. Yeah, okay. Also der blonde Deutsche und der neurechte Bosnier hier haben einen Song geschrieben, er nennt sich Die Stimme eines Volkes. Und wir sind der Meinung, wenn die da oben uns nicht mehr zuhören, dann müssen wir denen einfach an die Köpfe klopfen und sagen, Leute, hey, wir sind auch noch da, verarscht uns nicht mehr. Weil unsere Eltern wurden die ganze Zeit nur verarscht und dieses System hat sie krank gemacht, aber wir sagen, wir haben da keinen Bock mehr drauf, Leute. Wie sieht's mit euch aus? Wir machen auf jeden Fall, wir sehen uns einfach so als Friedensdichter. Wir sind ein Künstlerkollektiv, wir haben uns zusammengeschlossen, um den Leuten, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben. Wie den Cotticamp-Leuten, wie verschiedene Leute, die wir schon unterstützt haben. Ja, Menschen, die noch Ideale haben, die unterstützen wir mit unserer Musik. Und das ist wirklich auch ein erstaunlicher Weg, können wir euch sagen, denn wir leben ja auch von der Hand in den Mund, mehr oder weniger, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht auf dieser Kommerzialisierungswelle mitschwimmen. Und viele Leute wollten uns immer wieder Zweifel einreden und sagen, ja, was soll das bringen, die Kunst, die Musik. Aber wir sehen, dass man mit der Kunst und mit der Musik ganz, ganz viele Menschen inspirieren kann und erreichen kann im Herzen. Und dass die Musik auch nochmal viel mehr sagen kann als jede Rede da draußen. Und wenn ihr Lust habt, kommt doch mal an der Weltzeitung vorbei, da sind wir immer mit Liedern wie diesen hier. Und wir wollen die für alle Menschen da draußen sprechen, die sich noch engagieren. Freiheit, wie du siehst, wie das Rad der Zeit sich dreht. Kein Scheiß, was du liebst, all das kann schon bald vergehen. Ich werde immer dafür sorgen, dass es weitergeht. Hier und jetzt, wir sind echt, morgen ist vielleicht zu spät. Wir müssen handeln, ob wir wirklich was erreichen wollen. Ich frag mich, was das Rad sind, sonst sie labern dich mit Scheiße voll. Ich hab keine Zeit dafür, ich bin voller Tatendrang. Wir schalten die Anlage ab, bis die ganze Straße tanzt. Medizin gegen dunkle Gedanken. Ein Volk, eine Stimme, Wunder entstanden. Am Anfang hat noch keiner daran geglaubt, doch heute bauen wir uns auf. Ohne viel Fahrer, was auch, und wenn du stark daran glaubst, kannst du das Gleiche erleben. Wir wollen auf steinigen Weg, um neue Weichen zu legen. Mit der Kraft der Veränderung, weil Menschen hier noch Werte haben, wecken wir gemeinsam die Gedanken, die im Sterben lagen. Sag mir, wenn ich wir wär, dann los, wir inspirieren das Land. Wir sind keine Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Wir sind diese Bürger mit der Stimme eines Volkes. Sag mir, wenn ich wir wär, dann los, wir inspirieren das Land. Wir sind keine Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Wir sind diese Bürger mit der Stimme eines Volkes. Sag mir, wenn ich wir wär, dann. Wenn ich jetzt, wann sonst, Leute? Sie wollen einen Sinn sehen, die Dinge nicht verhindern. Sie wollen autonome sein und selber dann ihr Ding drehen. Wir fangen ein System, wo es um Geld oder Liebe geht. Wollen nicht mehr weiter diese Welt ohne Frieden sehen. Die Völker sind alt, die Wahrheiten unbequem. Die Frage nach dem Wieso, warum Menschen vor die Hunde gehen. Ich bleibe nur ein Gast und ich möchte nicht viel hinterfragen. Doch warum? Allein an dem Wintertag. Wir sind dieses Volk und wir wollen keine Zinssoldaten. Wollen Individuen und gesunde Kinder. Sofort habt ihr Pech, denn wir fordern dieses Recht. Und wir tragen mit dem Widerstand die Worte ins Gefecht. Denn was bringt uns der Fortschritt, wenn nichts sich verändert? Das Volk ist geprägt durch die Dichter und Denker. Wir tun, was wir können und beseitigen, was schlecht ist. Schenken eine Stimme und verteidigen die Rechte. Sag mir, wenn ich wir wär, dann los, wir inspirieren das Land. Wir sind keine Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Mit der Stimme eines Volkes, sag mir, wenn ich wir wär, dann los, wir inspirieren das Land. Wir sind keine Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Wir sind diese Bürger mit der Stimme eines Volkes. Alle 4 Jahre dürfen wir wählen gehen. Aber wer kontrolliert die Politiker? Wir können unsere Stimme abgeben, in eine Urne werfen und sie damit begraben, beerdigen. Aber das reicht uns nicht. Wir wollen auch diese Demokratie 2.0, wo die Menschen für ihre Rechte einstehen und zusammen auf die Straße gehen, auf friedliche Art und Weise. Ja, wenn ich wir wär, dann los, wir inspirieren das Land. Wir
meine Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Wir sind diese Bürger mit der Stimme eines Volkes. Sag mir, wenn nicht, wir wer dann? Los, wir inspirieren das Land. Wir sind keine Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Wir sind diese Bürger mit der Stimme eines Volkes. Sag mir, wenn nicht, wir wer dann? Los, wir inspirieren das Land. Wir sind keine Schafe, nicht die Kinder, die ihr wolltet. Wir sind diese Bürger mit der Stimme eines Volkes. Auch ich mach mir viel Gedanken, schau ich mir diese Welt an. Ich will etwas verändern, also fang ich bei mir selbst an. Der Frieden fängt bei uns selbst an, Leute, vergiss das niemals. Vielen Dank. Wow. Super cool. Guck mal, Ivan. Siehst du, wir können alle zusammen auf die Straße gehen, so wie hier und jetzt. Alles gleich, wir sind hier, das ist super. Das und ich fühle mich immer so fremd in diesem Land manchmal, aber dann treffe ich Leute, die genauso denken wie ich. Und ich selber komme aus Bosnien, wie ich vorhin schon sagte. Und ich bin auf jeden Fall nicht mehr bereit, irgendwelche Kriege zu akzeptieren, sondern ich bin bereit für den totalen Frieden weltweit, Leute. Ja, und wichtig ist auch immer, dass man sich ein bisschen Humor bewahrt, denken wir so. Also cool, dass wir hier zusammen jetzt gerade Musik machen können. Das ist auch nicht nur Demokratie 2.0, sondern auch für uns Demonstrationskultur 2.0. Denn es ist immer cool, wenn man sich alles miteinander mischt. Man kann sich kennenlernen und kann viele Inspirationen mit nach Hause nehmen. Wir haben dieses Lied geschrieben, das bringt eigentlich alles auf den Punkt, was wir so denken über dieses Land und was passiert. Okay. Mama, es tut mir leid, Mama. Ich wollte nie, dass du weinst. Bitte verzeih, Mama. So viele Krisen daheim. Ich war so wütend auf die Welt, auf die Schule und die Religion. Die Politik, die Heuchelei, suche ich die Rebellion. Sag mir, was hier los ist. Kein Plan, ich rate nur. Ich glaub, wir lernen vieles erst auf die harte Tour. Das, was ich heute weiß, heute kann und heute macht, hab ich nur geschafft, weil ich verdammt gute Freunde hab. Du warst es auch, warum werd ich, weil ich weiterkam. Und ich komm immer weiter, manchmal nicht gleich nach Plan. Denn wenn du denkst, weiß man nicht, wohin die Reise geht. Geld oder Liebe, was ist, wenn auch beides geht? Was ist los mit uns? Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder doch oder nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder doch oder nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Welchen Weg soll ich nehmen? Welchen Weg soll ich gehen? Ganz genau, es ist so hart zu sehen. Welchen Weg soll ich nehmen? Welchen Weg soll ich nehmen? Welchen Weg soll ich nehmen? Ist es Geld oder Liebe? Diese Frage meiner Jugend zwischen Geld oder Liebe. Tut mir leid, wie viel Schmerz ist meinen Eltern geblieben? Diese Frage, sie klingt und sie staubt sich im Kopf. Hätte ich studiert, hätte ich auch keinen Job. Geboren im Leid, geschmiedet im Schmerz. Auf der Jagd nach dem Geld ist die Liebe nichts wert. Wir verlieren unser Herz. Checken unseren Geldbestand, passen uns der Welt an und tun, was diese Welt verlangt. Ich will diese Welt mit meinem Herzen sehen. Eine Welt, in der die Menschen sich nach Wärme sehen. Und für ihre Ziele über Berge gehen. Gegen Schmerz bestehen, weil ihr noch Werte zählen. Auch wenn ich weiß und ich einfach gelingt. Es macht vielleicht keinen Sinn, aber ich bleib, wie ich will. Ich sah so viele Menschen fallen, die die Liebe mal verlassen hat. Und aus Liebe wurde Hass gemacht. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder doch oder nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder doch oder nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Manchmal fehlt die Harmonie und dann klappt nix. Einer für alle, alle für einen, wenn man schwach ist. Jeder hat seine Dämonen im Kopf. Diese Welt ist abgefuckt, ohne ein Gott. Und Politikchefs lieber uns nicht Gelder verfügen. Verwickeln uns geschickt im Netz. Einer Welt voller Lügen, du weißt, was ich meine. Wir fühlen beide das Gleiche. Doch man fehlt mit den Zeichen und blicken meistens zur Seite. Wir fighten alleine für diese leisten Scheine. Für meine Tasche im Fisch, wir treiben leise ins Freie. Ich schwanke mit Feinden und lass die Wolken vorbeiziehen. Die goldenen Zeiten und folge den Beispielen. Und wenn ich reich werde, dann nur mit
den Arm zu teilen. Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder Daumen oder Nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder Daumen oder Nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Welchen Weg soll ich nehmen? Welchen Weg soll ich gehen? Welchen Weg soll ich nehmen? Du weißt ganz genau, es ist so hart zu wählen. Welchen Weg soll ich nehmen? Welchen Weg soll ich gehen? Welchen Weg soll ich nehmen? Geld oder Liebe? Geld oder Liebe, ja. Ja, eine rhetorische Frage, die ihr sicherlich verstanden habt. Wir müssen uns entscheiden, ob wir das tun, was wir wirklich tun wollen, also für die Liebe, auch wenn wir dabei auf der Strecke bleiben. Ich meine, all die Menschen, die sich hier engagieren, die machen das wahrscheinlich auch ehrenamtlich. Für uns ist das ähnlich und nicht nur wahrscheinlich, genau. Und es ist einfach wunderbar, wenn Menschen ihre Berufung und ihre Fähigkeiten nicht nur dem Geld unterordnen, sondern wenn sie frei aus Überzeugung ihren eigenen Weg finden in dieser Welt. Und das ist gar nicht so leicht, wirklich nicht. Also viel Mut. Viel Hoffnung, viel Glück dabei, bleibt die richtige Entscheidung für euch persönlich und lasst euch nicht einreden. Dave, du hast das Wort. Wisst ihr, was ich hier sehe, wenn ich mich so umschaue, ist die Hoffnung, Leute. In einer Zeit, in der die WM zum Beispiel auf den Ärmsten der Armen ausgetragen wird, wo Kinder getötet werden, sehe ich so viele Menschen, die hier hingekommen sind und sich nicht daran beteiligen, dieses kapitalistische System, dieses Milliardengeschäft zu unterstützen. Und dafür, Leute, macht mal Applaus, Alter. Das ist so großartig. Ich bin einfach nur glücklich, ein Teil dessen zu sein. Ich danke euch. Und danke auch an Lars und all die Menschen, die das so möglich machen. Ihr macht euch ein prima Job. Genau, Leute. Ich wollte auch mal sagen, Leute, gebt mal einen richtigen Applaus für die Veranstalter hier. Okay, das war's erstmal von uns. Vielen Dank. Jetzt viel Spaß mit den Redebeiträgen, Leute. Und wie gesagt, es liegt bei jedem Einzelnen von euch. Vergesst das niemals. Und vergesst vor allem niemals, dass die scheiß Medien einfach nur scheiße sind. Dankeschön.